Hallo. Herzlich willkommen zum 70. netzpolitischen Abend hier auf der Seabase. Es gibt wieder einen Hashtag und zwar NPA070, falls sich jemand im Internet einbringen will. Und wenn jemand ungern gefilmt wird bei der Fragerunde, kann er sich gerne hinter den Kamerabogen oder hinter die Kameras, aber insgesamt stellen. Und dann gibt es keine Probleme. Es gibt zwei Vorfinde heute Abend und zwar Arne Semsrott von der Open Knowledge Foundation mit dem Thema Open Schufa, erste Reaktion, und danach John Henrich Weizmann, Dimitar Dimitrov und Bernd Fiedler von Wikimedia mit dem Thema Uploadfilter und kein Ende, wie Herr Voss und mehr als ein Jahr Diskussion einfach ignoriert und Bulgarien von der EU-Kommission unterstützt wird. Und dann können wir auch schon anfangen mit Arne, der ist da. Also unser Titel ist auf jeden Fall kürzer. Ja. Ich dachte, wir sind als zweites dran. Hallo. Open Schufa, erste Reaktion. Funktioniert das? Ja. Genau, ich bin Arne von der Open Knowledge Foundation. Wir haben vor 2,5 Wochen dieses Projekt bzw. das Crowdfunding dafür begonnen. Die Schufa kennt wahrscheinlich jede. Es weiß aber wahrscheinlich kaum jemand, wie die Schufa denn eigentlich arbeitet, beziehungsweise wie sie zu den Ergebnissen kommt, die für uns alle so entscheidend sind. Die Schufa hat Daten über knapp 70 Millionen Menschen in ganz Deutschland, sagen selbst, dass sie 813 Millionen Datensätze haben. Und daraus errechnen sie dann die Schufa-Scores für alle Menschen, die sie so in ihrer Datenbank haben. Wie sie aber zu diesen Ergebnissen kommen, das hält die Schufa geheim. Das darf sie auch geheim halten. Es gibt ein Gerichtsurteil von 2014 vom Bundesgerichtshof, dass dieses Schufa-Scoring ein Betriebsgeheimnis darstellt und deswegen geheim gehalten werden darf. Und deswegen haben wir uns gedacht, die Open Knowledge Foundation zusammen mit Algorithm Watch, dass wir die Schufa knacken wollen, dass wir also mehr Licht in dieses Dunkel reinbringen wollen, wie denn eigentlich die Schufa zu ihren Ergebnissen kommt, wie sie diese wichtigen Schufa-Scores, die für uns alle zum Beispiel bei der Wohnungsbesichtigung wichtig sind, denn eigentlich so zustande kommen. Dazu machen wir zurzeit ein Crowdfunding. Es gibt dazu zum Beispiel auch ein schönes Crowdfunding-Video von einem Herrn namens Nico Semsrott, sympathischer Kerl. Und wir sind jetzt schon bei 32.700 Euro ungefähr. Das Fundraising-Ziel liegt bei 50.000 Euro. Wir haben noch 9 Tage Zeit dafür und es wäre ganz großartig, wenn wir da hinkommen könnten. Mit diesem Geld wollen wir nämlich es so einfach wie möglich machen, Schufa-Daten, die einzelne Leute anfragen können, zu sammeln und dann diesen Schufa-Score zu knacken. Das soll folgendermaßen ablaufen. Man kann jedes Jahr einmal kostenlos die eigene Schufa-Auskunft beantragen. Das kann man bei der Schufa direkt machen, das kann man über einen Service machen. Wir arbeiten da zusammen mit selbstauskunft.net. Da gibt es ein sehr einfaches Online-Formular, wo man seine Daten einträgt. Das wird dann per Fax-Schnittstelle an die Schufa weitergeleitet und die Schufa ist dann dazu verpflichtet, kostenlos die Selbstauskunft zuzuschicken. Wenn man die dann bekommt, dann soll es so einfach wie möglich sein, diese Daten, die man da bekommt, und das sind vor allem so ein paar Prozentzahlen, das zeige ich gleich, wie das aussieht, uns zu spenden. Das heißt, wir wollen Datenspenden haben, wir wollen, dass es möglich wird, dass im Idealfall 10.000 Leute ihre Schufa-Auskunft an uns spenden. Und was genau das ist, das zeige ich gleich. Und deswegen machen wir auch das Crowdfunding, weil es uns wichtig ist, da eine App oder beziehungsweise eine Smartphone-Lösungen und Web-Lösungen zu entwickeln, mit der man das möglichst leicht und spenden kann. So sieht eine Schufa-Auskunft zum Beispiel aus. Das ist jetzt die Wahrscheinlichkeitswerte-Tabelle. Das sind verschiedene Bereiche, in denen die Schufa einen Score hat. Und da sieht man schon, dass das eine ganze Menge Datenpunkte sind, die man da bekommt. Da steht dann zum Beispiel drin, dass man ein sehr geringes Risiko hat. Hier haben wir einen unbescholtenen Burger. Da kann dann aber auch zum Beispiel stehen, dass man ein hohes Risiko hat. Und das unterscheidet sich durchaus in den verschiedenen Kategorien. Das heißt, es gibt verschiedene Scoring-Werte, zum Beispiel für Banken, für Freiberufler, Hypothekengeschäfte und so weiter. Und wir wollen diese Wahrscheinlichkeitstabellen von so vielen Menschen wie möglich haben.
Die Idee dahinter ist, dass wir, wenn wir zum Beispiel 10.000 von diesen Tabellen haben, dann mit Regressionsanalysen mit verschiedenen statistischen Modellen Abhängigkeiten innerhalb dieser Tabellen finden und Abhängigkeiten zu weiteren Werten. Das heißt, man kann nicht nur diese Tabelle spenden, sondern noch ein paar zusätzliche Daten dazu. Also zum Beispiel das Geschlecht oder das Postleitzahlengebiet, in dem man wohnt, Einkommensbereich zum Beispiel. Und dann können wir Abhängigkeiten idealerweise feststellen. Dann können wir zum Beispiel der Frage nachgehen, macht es einen Unterschied, ob ich männlich oder weiblich bin in der Schufa-Datenbank, in Bezug auf den Schufa-Score, den man dann in einzelnen Bereichen kriegt. Natürlich, so der Grundsatz, je mehr Daten wir haben, desto einfacher wird es, da dann auch gute Aussagen treffen zu können. Deswegen ist es uns wichtig, macht auf jeden Fall mit. Es gibt verschiedene Arten mitzumachen. Ihr könnt zum einen anfragen selbst, wie gesagt auf selbstauskunft.net. Ihr bekommt dann diese Schufa-Auskunft nach Hause. Das heißt, selbst wenn ihr diese Daten nicht an uns spenden wollt, fragt sie trotzdem an. Das ist für euch selbst schon interessant. Wenn ihr sie an uns spenden wollt, dann haben wir hoffentlich bald diese Lösung, wenn das Crowdfunding erfolgreich ist, wo ihr uns diese Daten auch spenden könnt. Ihr könnt uns natürlich sehr gerne finanziell unterstützen. Wir haben jetzt noch knapp 18.000 Euro, die wir sammeln wollen. Ihr könnt uns gerne auch kontaktieren mit euren Geschichten. Wir arbeiten nämlich in diesem Projekt zusammen mit ein paar Journalisten, mit Spiegel Online, dem Bayerischen Rundfunk und auch ein paar Lokaljournalisten. Und uns geht es darum, auch noch Geschichten zu sammeln über Erfahrungen mit der Schufa. Da könnt ihr uns sehr gerne auch zum Beispiel hier gleich noch, ich bin hier, Walter, wo bist du? Da, Walter kann man auch kontaktieren. Der Typ da an dem Laptop, der eine an dem Laptop. mit der Brille, genau. Das heißt, wir sind auch sehr interessiert daran, noch verschiedene Stories zu kriegen. Und wenn wir diese Lösung dafür, für die Datenspenden entwickeln, das wird eine Open-Source-Software. Wir haben da auch ein großes Interesse dran, das nochmal auf ein paar mögliche Schwachstellen testen zu lassen. Das heißt, kommt auf uns gerne dazu dann auch zu. Vielleicht erzähle ich das noch ganz kurz. Wir haben diese Kampagne jetzt seit 2,5 Wochen laufen und das hat schon ein ganz gutes Medienecho nach sich gezogen. Unter anderem hat die Schufa auch relativ schnell reagiert. Das haben sie deswegen, weil wir sie vorher darauf aufmerksam gemacht haben, dass wir das machen werden, für ein paar Medienanfragen. Und die Schufa hat dann nach ein paar Stunden eine Pressemitteilung herausgegeben, die sie dann eine Woche lang auf ihrer Startseite verlinkt hat. Beste Werbung überhaupt, kann ich dazu sagen. Eine Woche lang stand auf schufa.de ganz groß, Open Schufa ist, ich glaube, eine Gefahr für die Sicherheit und den Datenschutz in Deutschland, irgendwie sowas. Da stand dann noch in dieser Pressemitteilung drin, dass Open Schufa ein großes Problem ist, eine große Gefahr für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Und wir haben dann die Rückmeldung bekommen, dass viele Leute einfach nur deswegen bei Open Schufa mitmachen, weil sie diese Pressemitteilung gelesen haben. Das heißt, wenn ihr noch nicht mitmachen wollt, dann lest euch die Pressemitteilung der Schufa durch. Unterstützt uns auf openschufa.de im Crowdfunding, fragt eure Daten an und fragt mich und uns gern gleich noch weiteres dazu. Dankeschön. Nicht nur die Überschrift war kürzer, auch der Talk war. Dankeschön. Hat jemand Fragen dazu? Du hattest ja gesagt, also, dass man ihr eine App bauen wollt, wo ihr jetzt erstmal nur die, machen wir noch einen weiter? Andere Richtung? Genau. Na, fast. Die Sachen sammelt, die sind ja relativ anonym. Wenn jetzt die anderen... wenn ich jetzt sage, so was weiß ich, ich bin männlich 40, verdiene jetzt irgendwie so und so viel. Das sind ja die Daten, die, glaube ich, auch relevanter sind für den Score. Welche Größenordnung braucht ihr da, um irgendwie zu sagen, damit könnt ihr gut arbeiten? Oder da nee, kommen valide... Ich bin jetzt nicht die statistische Abteilung. Gesagt wurde uns, dass wir da so bei 1300, 1300, 1300 guten Datensätzen liegen. Wir haben natürlich auch grundsätzlich ein bisschen das Problem, dass wahrscheinlich relativ viele Leute, die
Anfragen ungefähr solche Tabellen haben, wo dann sehr geringes Risiko überall steht. Das macht es natürlich auch nochmal schwieriger in der Auswertung. Also vor allem, wenn ihr schlechte Scores habt oder die Vermutung, dass ihr schlechte Scores habt, ist das nochmal interessanter für uns. Genau, und grundsätzlich, also man muss keine zusätzlichen Angaben machen, aber natürlich je mehr, desto besser. So. Ja? Und wenn man das jetzt eingibt, die Schufa könnte ja jetzt beispielsweise, um das euch zu treuen, einfach random eure App nehmen und sagen, wir drucken jetzt 200 random Werte aus und schieben die euch rüber. Habt ihr da irgendwie eine Möglichkeit, das nachzuvollziehen, ob das passiert, also ob euch da irgendwie falsche Daten untergeschoben werden? Also die Schufa hat tatsächlich schon jetzt sehr schnell angefangen zu antworten. Also die ersten Leute, die vor 2,5 Wochen ihre Auskunft beantragt haben, haben die jetzt schon im Briefkasten. Das müssen wir wahrscheinlich im Nachhinein dann über statistische Verfahren schauen, wie viele Ausreißer es gibt und die dann eventuell rausnehmen. Ich hatte ein bisschen die Befürchtung eigentlich, dass die sehr, sehr schlecht gedruckt werden, damit es mit dem OCR ein Problem wird. Das ist aber bisher nicht passiert. Was ist mit anderen Credit, also Scoring-Firmen? Unser Slogan in der Berichterstattung war jetzt, wir fangen an mit der Schufa, wir hören nicht mit der Schufa auf. Die anderen Credit, Reform, Avato, Infoscore und wie sie alle heißen, die geben leider nicht so schöne Tabellen raus. Deswegen ist das mit der Analyse ein bisschen schwieriger. Aber unser Wunsch ist schon, dass wir die Verfahren, die wir jetzt entwickeln, zumindest teilweise dann auch für andere nutzen können. Die Daten kaufen. Die Frage war, wenn man ein Budget hat, könnte man jetzt Daten kaufen? Nee, das machen wir nicht. Wir wollen denen nicht noch zusätzlich Geld geben. Aber über diese kostenlose Selbstauskunft kann man schon einige wichtige Daten bekommen. Und jetzt haben bisher knapp 10.000 Leute ihren Schufa-Score angefragt. Es haben über dieselbe Seite Selbstauskunft.net auch schon ein paar tausend Leute bei den anderen Scoring-Auskunftteilen ihre Anfragen gemacht. Das also auch sehr, sehr gern auch machen und vielleicht kommt dann irgendwann auch noch dazu was, Open, Avato und so weiter, aber so weit sind wir noch nicht. Wir versuchen jetzt erstmal die Schufa als Marktführer zu knacken. Genau. Hier ist auch noch eine Frage. Hier. Die Schufa hält ja auch geheim, welche Datenfelder in den Score einfließen. Also woher wisst ihr denn, nach was ihr eure Teilnehmer fragen müsst, was die euch offenlegen? Nach meinem Kenntnisstand ist nämlich zum Beispiel das Gehalt kein Faktor, der einfließt. Ja, das ist ein total wichtiger Punkt. Wir haben Hinweise aus verschiedenen Bereichen und eine Vermutung könnte ja sein, dass selbst wenn das Einkommen nicht direkt einen Einfluss hat, dass das Einkommen indirekt dann trotzdem einen Einfluss hat, also über andere Werte, dann Höhen von Krediten, die man woanders nimmt und so weiter. Dasselbe trifft zu auf den Wohnort, also die Schufa sagt auch, dass sie kein Geoscoring machen, dass also die Adresse nicht einfließt. Theoretisch wäre es aber möglich, und das wäre dann was wir vielleicht auch überprüfen könnten, dass über getätigte Einkäufe oder so dann wiederum Postleitzahl ermittelt wird, aber das sind alles Vermutungen und Thesen haben wir so viele wie möglich, um die dann irgendwie testen zu können. Aber es ist tatsächlich schwer, also weil es halt 1000 Möglichkeiten gibt. Also die Schufa argumentiert ja auch immer mit Interdependenzen zwischen den verschiedenen Datenfeldern. Deshalb gibt es unglaublich viele Möglichkeiten. Ihr sammelt dann erstmal auf Verdacht von euren Teilnehmern Daten ein und da ist für mich jetzt auch die Frage, warum sollte ich euch vertrauen, wenn ihr 10.000 Datensätze einsammelt? Was macht ihr denn, damit ich da mitmachen möchte? Ja, wir haben zwei Datenschutzbeauftragte. Das Schöne ist, wir haben zwei Organisationen, die da mitmachen. Deswegen haben wir zwei Datenschutzbeauftragte. Mit denen machen wir gerade die genauen Regularien. Wenn man diese Daten an uns spendet, dann wird es nicht, zumindest von der Übertragung her, zurückverfolgbar sein zu den einzelnen Personen. Was statistisch für uns ein Problem ist, weil es eigentlich ja schön wäre, dann nochmal Rückfragen zu stellen an die Datenspender. Das wird aber bei uns nicht möglich sein, einfach weil wir gar nicht in diese Schlamassel reinkommen wollen. Das heißt, wir werden die Daten haben, die wir am Anfang sammeln
und eventuell müssten wir dann mit Thesen, die wir generiert haben, eine zweite Runde machen sozusagen. Aber wir werden jetzt nicht einzelne Leute wieder zurückkontaktieren zu ihren Daten, weil wir die Verbindung gar nicht haben werden. Alles klar, gibt es noch Fragen? Okay. Vielen Dank, Arno. Danke.